Willkommen zurück in der Schulküche oder wie Tim Nelzer sagen würde, in der Hölle. Gleich kann es endlich losgehen mit dem Kochen. Die Schüler kennen die strengen Hygienevorschriften ihrer Lehrerin und tragen Häubchen und Schürze. Tim sollte das auch tun. Davon versucht Frau Schuch, Melzer-Manager Oliver, gerade zu überzeugen. Doch Tim hat seine eigenen Vorstellungen. Nicht böse sein und wie gesagt, ich hinterfrage auch gar nichts, was Sie machen. Aber es ist auch so ein bisschen, was ich machen möchte. Und ich will halt nicht so arbeiten. Ich habe da keinen Spaß dran und ich möchte auch nicht. Aber schauen Sie mal, die Kinder haben sich, Herr Messer, die Kinder haben eine riesen Arbeitssicht gemacht. Ja, das kriegen wir nachher auch alles hin. Ich möchte nur, dass wir so ein bisschen entspannt kochen und dass wir ein bisschen easy sind und einfach mal dieses ganze Lehrding, Schulding echt aus Acht lassen. Aber sonst die werden enttäuscht. Ich ziehe die auch nachher auch noch an. Aber einfach so generell einfach Schuhe raus und so. Was ist denn, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja Blödsinn. Tun Sie mir einen Gefallen. Wenn ich bei Ihnen zu Hause koche, dann zieht das Ding auch nicht an. Ja, wenn wir unter uns sind, dann ist das ja was anderes. Aber wir haben ja Fremde. Ja. Wie sind nach Paragraph 34 erwarten wir ja fremde Gäste. Und tun Sie mir einen Gefallen? Wenn die Polizei kommt, dann sollen die mich verhaften, dann ist alles in Ordnung. Also wenigstens, schauen Sie mal, wenigstens noch das Häubchen, dann sind wir alle gleich. Nein. Außer nein. Ihr. Gut. Nein. Ihr Mitarbeiter braucht es ja nicht. Der braucht nur einen Bartschutz, Ihr Mitarbeiter. Entweder bin ich jetzt Gastgeber. Ja? Oder Sie machen das und ich stehe nebenbei. Aber irgendwie so ein bisschen will ich auch das kommunizieren, was ich kommunizieren möchte. Tim bleibt hart und Frau Schuch lenkt ein, wenn auch schweren Herzens. Also gut, Herr Melzer, ich habe mir das noch mal überlegt. Ich mache jetzt eine Ausnahme, aber nur, weil es Sie sind und ich meinen Schülern und ich meinen Schülern was. Wir machen Privatkochen, das ist kein Gedönsi. Ja? Cool. Ich verstehe. Will ich auch nicht gegen angehen. Ich will nur einfach gegen das andere. So, Schuhe aus, Mützen runter und jetzt wird gekocht. Ha? Wir sind ja hier nicht beim Operieren, wir sind beim Kochen, Mädels. Ha? Also ernsthaft. Das sieht Frau Schuch ein bisschen anders. Wieso zieht ihr euch jetzt alle aus? Weil ich das gesagt habe, Frau Schuch. Wir kochen jetzt, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Und ich finde, der Zugang sollte sein. Und tun Sie mir jetzt einen Gefallen, ja? Wir machen jetzt eine schöne Stunde, wir kochen hier ein bisschen gemeinsam mit den Schülern. Und wenn Sie mir und Tom ganz kurz das Feld überlassen würden, wäre ich Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Ja, ich möchte ja was lernen. Ja, das können Sie. Ich bin Sie. Ja heute auch zum Lernen da. Wir haben uns ja auf Sie gefreut. Ja, deshalb ja. Ich bin auch dabei. Aber wissen Sie, ich habe einen Lehrauftrag, Herr Melzer. Selbstverständlich. Der ist jetzt mal ganz kurz auf Pause. Auch wenn man es Tim Melzer nicht auf den ersten Blick ansieht, er liebt nichts mehr, als mit Kindern zu kochen. So, Dille. Langsam kommt Tim auf Betriebstemperatur. Ich habe so einen trockenen Mund. Ich weiß nicht, ob das ist, weil ich pissig werde, oder? Ja. Doch jetzt erstmal ganz in Ruhe seiner Arbeit nachgehen. Also zumindest für knapp 2 Minuten. Doppelte, dreifache Menge. Herr Messer, wenn Sie Hilfe brauchen, ich bin hier. Ich weiß, ich habe Sie gesehen. Und es beruhigt mich. Das ist immer gut zu wissen. Ich merke schon, wir verstehen uns doch noch im Laufe des Tages. Ja, dann gucken wir mal, in welcher Größenordnung wir das gleich füllen werden. Ja? Herr Melzer, ja. Komm doch mal zu uns oder bleiben Sie nur dahin? Nein, ich komme. Keine Ahnung. Dankeschön. Aber ich habe gedacht, du hast Frau Schuch und ihr macht ja hier die Frankfurter grüne Soße. Was gehört denn rein in die Frankfurter grüne Soße? Kräuter. Okay, zeig ich die Kräuter mal. Alles außer Dill. Ha? Stellt euch doch nicht so an, alles außer Dill. Ist das so? Dill niemals? Sie lernen auch bei uns noch dazu bei der Hesse, das ne? Ist warm. Sie haben immer noch nicht unseren Handkäse probiert. Ha? Unseren Handkäse-Carpaccio. Ich esse später. Ganz entspannt. Die sind drollig. Schade für uns, aber Frau Schuch muss jetzt mal kurz raus, damit Tim auch mal nachfragen kann. Habt ihr sonst immer mit ihr Unterricht? Ja. Die ist schon speziell, ne? Ja. Ich glaube, eine Liebe, aber speziell. Wir sind es gewohnt. Ihr seid es gewohnt. So, also ich würde bis auf den Schnittlauch einfach alles in den Mixer hauen, wenn ich darf. Ja? Ja. Will die Carla auch probieren? Wer glaubt, Frau Schuch ist nicht zu toppen, der kennt Carla noch nicht. Es freut mich sehr, sie kennenzulernen, weil ich wollte mal gucken, ob bestimmt, was mein Papa so immer sagt. Was sagt denn dein Papa immer so? Ja, der findet sie total doof. Ist das so? Ja. Ja, wen findet er denn besser? Der Horst Lichter, Der Horst Lichter findest du gut? Ja. Was, Marc? Dann hast du aber ein Faible für ältere Herren. Außerdem hat Carla ein Faible für unorthodoxen Einsatz von Küchengeräten. Nee, nicht auf, hör auf. So, das läuft gut hier. Ja, aber da muss ja ein bisschen mehr Wasser rein, weil das war zu dickflüssig. Ja, das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Einmal alles richtig schön aufräumen, da die ganzen Rotz wegwischen von allen Seiten. Kommt.
Ja? Dinge können passieren. Alles entspannt. Ist ja auch nicht unsere Schuld, wenn sie uns das falsch erklären. Ja, das ist genau richtig. Das ist immer die Ursache. Tim holt aus zur nächsten Charmoffensive. Du bist ein bisschen wie die kleine Schwester, die ich mir nie gewünscht habe. Und jetzt kommt die große Schwester, die er sich nie gewünscht hat. Ich werde mich bei Melzer mal wieder sehen lassen. Herr Melzer? Zur Erinnerung. Ja, schönen guten Tag. Ich muss mich ja eigentlich nicht vorstellen. Mein Name ist Schenk, Sie kennen mich am Ministerialamt. So, ich wollte mal gucken, wie es hier läuft. Ach Mensch, guck mal, Frau Generalstaats... Nee, was war das? Hallo Daniela! Hallo, und meine Nichte, ja, süße Maus. Alles gut? Was macht ihr denn hier? Ich habe die Zeit ja dann doch noch gefunden. Jetzt wird ihm einiges klar. Verwandt? Meine Nichte. Gut. Das wird Tims absolute Lieblingsfamilie. Und wie stellt die kleine Maus sich an? Sie ist aber nicht wegen Carla hier, sondern wegen Tim. Haben wir eigentlich gar keinen Fotografen jetzt mal hier? Hatten wir. Schöne Fotos haben wir schon. Und auch Tim will unbedingt ein Foto mit ihr. So, Lino. Kann mal bitte jemand einen Fotografen hier rein? Ja. Ja, aber bevor der kommt, ist Tim mal kurz weg. Ich bin kurz weg. Erst als die Luft wieder rein ist, kommt Tim zurück in die Küche. Tim, alles gut? Ja, alles gut. Komm. Ghetto-Faust. Was macht eigentlich Frau Schuch? Na, das gleiche wie immer, Nerven. Na, du wirkst so genervt. Ein bisschen. Alles gut? Nö, ja. Stress? Nee, also ja. Ja, nein, eigentlich nicht. Ich mache jetzt keinen Stress mehr, ich bin doch schon ganz entspannt. Du bist richtig entspannt geworden, ernsthaft? Ja. Tim. Martina. Hallo Martina. Endlich beim Du. Sowas nennt man Liebe auf den 11. Blick. So, holst du uns mal 2 kleine Probierlöffel, bitte? Meine Frage, kann das sein, dass ich ziemlich genervt bin und dass ich einfach keinen Spaß habe bei uns? Doch, ich habe Spaß. Es ist ein bisschen Wieso steht denn hier ein Ei rum? Es ist ein bisschen anstrengender als sonst, das muss ich dir sagen. Langsam beginnt die heiße Phase. Es darf probiert werden und Carla würzt vorsichtshalber noch ein bisschen nach. Herr Melzer, das ist voll eklig, das ist viel zu scharf. Also scharf ist es nicht. Doch, richtig. Eklig kann ich noch voll mitgehen. Scharf ist es nicht. Doch, nein. Ganz. Nein. Probier. Das ist eklig. Schaut mal. Scharf oder nicht? Das ist scharf. Ja, ne? Scharf, ja, aber auch ein bisschen lustig. Ist doch scharf, oder? Es ist scharf. Tut mir leid, es ist in der Tat scharf. Ja, was immer gut gegen Schärfe ist, Molkerei. Jetzt ist doch super, oder? Jetzt ist doch super. Ich weiß nicht, mir brennt die Schnauze noch so sehr. Also ist schon super. Jetzt ist super? Ja. Schmeckt das auch schon? Mhm. Ich kann nicht schmecken. Carla findet Tim Melzers Soße super. Soll das eine Soße oder Wasser sein? Das wird ja noch fest, wenn wir es in den Kühlschrank stellen, liebe Frau Schuch. Das sieht ja aus wie Wasser. Ja, wir packen es jetzt erstmal weg. Ja? Wir packen es jetzt erstmal weg und dann machen wir nachher. Also grüne Soße, das kenne ich ja ein bisschen anders. Oh, Frau Schuch, bitte tun Sie mir doch den Gefallen. Das ist doch schwierig genug hier. Tim, als Lehrkraft müsstest du liebe Frau Schuch, Frau Schuch, viel lernen. Das ist nee, als Lehrkraft hätte ich Sie längst des Klassenraumes verwiesen. Wissen Sie? Ja? Ja, längst. Aber das Essen und Trinken an den Arbeitsflächen, das ist ein absolutes No-Go in einer Lehrküche. Frau Schuch, wissen Sie, was ich mal gelernt habe? Wenn die Henne spricht, dann schweigen die Küken. Und heute bin ich die Henne. Frau Schuch, verstehen Sie, was ich meine? Eher ein Grillhähnchen, denn schon wieder wird er gebrutzelt. Herr Melzer, hätten Sie einen Termin kurz für ein Foto? Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Ja. Passt das hier? Hier passt es. Ja? Sehr gut. Manchmal ein bisschen ja. Auch wenn Sie es nicht sehen können, Tim lächelt tatsächlich, aber nach innen. Passt? Gut, vielen Dank. Ja, ich danke. Dankeschön für die Unterstützung. Bis später. Bis später. Was für ein Tag. Und hier Tims Zwischenfazit. Ihr macht mich fertig heute. Ihr macht mich fertig. Und genau das war mein Plan. Ja, lass mich doch mal. Geht mal, ich lass mich doch einmal durch. Jetzt wird gegessen. Habt ihr auch? Hä?
Willst du mal probieren? Da fehlt doch jemand. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ha? Ach, der toll. Frau Schenk, schön, dass Sie noch da sind. Bitte. Frau Schenk, nee, bleib Frau Schubt, bitte. Ja, also ich bin ja, Küchengewinnerin, also ich muss bei den Film sitzen heute. Ja, machen Sie mal. Naja, ich denke, ja, wir wissen, ne? Also gut. So. Wer das Ganze hier finanziert. Okay. So. Tut mir leid. Alles Telefon? Alle sitzen, jetzt kann endlich gegessen werden. So, guten Appetit. Tortelloni erstmal. Ich esse ein Stückchen Käse und dann... Dann verraten wir ihm, wer das alles in Wirklichkeit angerichtet hat. Na, mein Chef hat eigentlich ja noch eine Überraschung für Sie, oder? Okay. Mein Chef. Oh, heute gibt es noch eine ganz besondere Ausgabe. Heute ist nicht Klasse kochen, sondern Kochen mit Spaß. Lieber Tim, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Und schönen Applaus jetzt. Alle mal die Ohren zu halten. Fick dich. Ich hab's gehört, aber es kam von Herzen. Ach, habt ihr super gemacht, Kinder. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Der Lust mit ein bisschen Eier, Leute. Wir sind heute frei aufgehört. Wir haben eine Grundkampagne von Reifen. Wir sind da. Hier steht Tim Melcher, den haben wir gerade reingelegt. Ja, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonnieren wollt, müsstet ihr hier drücken. Ja. Und für weitere Videos da drüben. Wie war es für dich? Da. War ein Traum. War schön. Es war ein Traum. War ein Traum. Immer wieder.